Welches Spiel hast du zuletzt getestet? Das werde ich nicht ausplaudern. Betriebsgeheimnis. Du verstehst? Also ich könnte sowas bestimmt nicht lange für mich behalten. Warum? Ich hab gesagt, gehen tut das schon, wenn ich entsprechend Geld bekomme. So, können jetzt die anderen Boys jetzt hier auch mal und Girls übrigens hier jetzt auch mal gucken. Schönes Wetter, was? Absolut. Wolltest du was Bestimmtes? Ich suche nur jemanden. Kennst du Susan? Ist dir dieser Typ mit dem Bierhut aufgefallen? Oh. Kennst du Susan? Mhm, die arbeitet hier. Privat habe ich nichts mit ihr am Hut. Ach so. Ob es da auch Duschen gibt, wäre cool, oder? Kennst du... Ist dir dieser Typ mit dem Bierhut aufgefallen? Hör bloß auf. Hat er dich auch verfolgt? Auf 1000 Leute im Park kommt ein solcher Verrückter. Ich habe ihn mir zur Brust genommen. Der schnüffelt hier nicht mehr rum, das garantiere ich. Das glaube ich. Aha. Gut, eigentlich gar nicht so ungeschickt, dass er sagt, hey, ja. Wobei, nee, das Mädel hat ja gesehen, dass Eisnappy ihm nachgelaufen ist. Und nicht der Gunter dem Eisnappy. Nein. Hier hatten wir schon alles. Feierabend? Mhm, für mich schon. Auch keine Lust mehr auf den Rummel? Naja, bin halt mit Freunden hier. Aber eigentlich ganz chillig. Also gut, klar, beim Umziehen möchte ich da auch keinen haben. Aber irgendwie, dass ihr sagt, oh ja, cool, lass mal quatschen. Wie gut sieht man eigentlich im Kostüm? Bist du mal in der Eiswelt ausgerutscht? Wie gut sieht man eigentlich im Kostüm? Miserabel. Und ständig läuft einem der Schweiß in die Augen. Ich denke bloß immer dran zu winken und bekomme ansonsten kaum was mit. Und versuch dich mal mit der Pfote zu kratzen, wenn's dich innen irgendwo juckt. Lieber nicht. Bah. Wie gut sieht man eigentlich... Bist du mal in der Eiswelt ausgerutscht? Nein. Nein, ich bin nur, jemandem zur Hilfe geeilt, der dorthin gefallen ist. Was hast du denn gesehen? Ich? Gar nichts. Ich wollte nur wissen, ob sich mit den Hundepfoten gut auf Eis laufen lässt. Warum ist der denn damit überhaupt in der Attraktion? Ist der Frühling nicht eine herrliche Jahreszeit? Ja, und holde Maiden all überall. Das sieht mein Freund hoffentlich anders. Anzeige ist raus. Darf ich dein Kostüm mal anziehen? Wie heißt denn dein Kollege, dieser Beng Beng? Ja. Du weißt ja nicht mal, wie ich heiße. Jetzt bin ich aber eifersüchtig. Ich heiße Oliver. Ich bin Gabi. Mein Freund heißt Tim. Oliver also. Aber gut, wir wissen, wo... Die das Spiel kennen, wissen, worauf es rausläuft. Und das ist auch wirklich das Weirdeste, was jemals in der ganzen TKKG-Historie passiert ist. Aber ich will doch nicht... Darf ich dein Kostüm mal anziehen? Ich will doch nicht das verschwitzte Kostüm von diesem Altsemester-Studenten anziehen, was der halt auch gerade erst... Das ist noch nicht mal getrocknet. Das ist noch pitschenass und... Und... Auf keinen Fall. Es ist feucht und müffeltierisch. Außerdem kann es sein, dass gleich jemand anders in die Rolle schlüpft, um mich zu vertreten. Lassen wir es mal lieber in Ruhe auslüften. Reizend hält's mich aber schon. Mich aber ehrlich gesagt auch, ich habe keine Ahnung, also nicht von ihm, aber irgendwie, also aus Erfahrung, einfach so von der Erfahrung her, fände ich das ja irgendwie mal spannend, irgendwie so. Wie man dann so wirkt auf andere und wie man sich selber fühlt. So als ich sag jetzt mal so auch als Furry und so. Ich meine, ich war schon mal manchmal auf Gamescom oder irgendwelchen Manga-Comic-Cons oder sowas gewesen. Und ich meine, ich cosplaye ja selbst manchmal, also wenn Cons denn mal stattfinden. Aber noch nie irgendwie Furry-mäßig und das ist halt schon nochmal ein anderer Schuh irgendwie.
Aber würde ich... Ich würde mir, glaube ich, nie ein Fursuit kaufen, weil die super teuer sind, aber... Wenn er mir einer einmal leihen würde, würde ich das, glaube ich, auch mal ausprobieren. Also, oder vielleicht kann mir einer einen schenken von euch, ja? Wie wär's? So, aber was machen wir denn jetzt? Können wir nochmal hin? Ist der noch da? Ach, der ist noch da. Darf ich dein Kostüm mal anziehen? Auf keinen... Und jetzt? Hat der Ole vielleicht geschrieben? Nein. Keine neue Mail. Ah, oder ist der Typ jetzt fertig? Das wäre ja auch cool. Den fragen wir mal. Hey! Keine Zeit, keine Zeit. Unverschämter Mann. Sind Sie schwindelfrei? Sind Sie für alle Sicherheitssysteme zuständig? Nein. Ein großer Teil des Parks folgt dem Konzept der Spracheingabe. Da hört mein Zuständigkeitsbereich auf. Für die Entwicklung der Zugangscodes für interne Bereiche ist Frau Wahnsiedler verantwortlich. Ach ja, die Tochter vom Betreiber des Vergnügungsparks. Ist jetzt die Susan vielleicht sprachbereit? Oder können wir da rein? Da steht, bitte nicht stören. Riesenrad kann man nicht Susan. Fahren. Ja, ne, ja, Susan hier, Susan da. Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch tatsächlich. Aber wir haben die Hälfte rum, Leute. Nee, nicht Hilfe. Können wir mal in die Notizen gucken? Das wollte ich mal machen. Das lese ich jetzt eigentlich alles vor. Oliver jubelt bisweilen als Tester für Computerspiele. Ist die heiße Spur... Ist das die heiße Spur, auf der Privatdetektiv Gunther war? Karl Zimmer, Lemmingson. Kriegen wir eigentlich noch Hinweise, wenn wir den Karl fragen? Ich bin echt gespannt, was sich in Snappyland abspielt. Nicht auszudenken, wenn der Vergnügungspark Schauplatz eines Mordes werden sollte. Hoffentlich können wir den Schwein die Tour vermasseln. Okay, da gibt es jetzt keine Hinweise mehr, aber wir haben ja auch die Lösung und die Notizen. Tja. Fährst du auch bei... Willst du hier einen Rekord auf... Na gut, das war jetzt nicht so hilfreich. Oder beim Lemmingson nochmal gucken. Aber der wollte uns ja schreiben, wenn was ist. Meinen Sie, Sie werden abgehört? Kann man Raubkopierern das Handwerk legen? Meinen Sie, Sie werden abgehört? So weit würde ich nicht gehen. Fest steht, dass ich aufpassen muss, welche Daten die Firma verlassen. Sie vermuten also echt, es sei ein Spion am Werk? Wir gehen es bei ihm nochmal durch. Die Frage hatten wir, glaube ich, halt auch noch nicht. Wann kommt denn Grabgemetzel 3 raus? Ist Nicolas Gunther ein guter Detektiv? Sein Erscheinungsbild lässt bisweilen zu wünschen übrig, aber seine Erfolge sprechen für sich. Er ist bekannt für seine Hartnäckigkeit. Genau das dürfte jemandem ein Dorn im Auge sein. Hat ein Oliver für Sie Beta-Versionen getestet? Was zeichnet professionelle Raubkopierer aus? Ich bin immer ein bisschen erschrocken, wenn plötzlich diese vielen Fragen kommen. Haben Sie denn schon einmal... Das ist gruseliger als die Geisterbahn. Haben Sie denn schon einmal Raubkopien Ihrer Produkte gesehen? Kann Ihnen kein Anwalt helfen? Warum haben Sie nicht gleich die Polizei eingeschaltet? Ja, was hätte ich denn machen sollen? Ach, das ist aber auch eine Klugscheißer-Frage. Warum? Es gibt Sonderkommissionen, die sich speziell mit Softwarepiraterie beschäftigen. Stimmt. Die Ermittlungsarbeiten sind jedoch zeitaufwendig. Zeit, die ich nicht habe. Außerdem kann ich nur mit Mutmaßungen dienen. Und Zeit ist nun mal Geld. Bestimmt wird der Herr Glockner auch bald so verdonnert.
Kann Ihnen kein Anwalt helfen? Der Christian Solmecke zum Beispiel. Meine Anwälte stehen in den Startlöchern. Einer hat sich angeboten, Lockvogel zu spielen und sich zum Schein für dubiose Angebote im Internet zu interessieren. Aber mir geht es nicht um fanatische Feldzüge. Ich will nur meine Firma retten. Logo. Der ist bestimmt auch schon tot. Der liegt in der Eiswelt begraben. Haben Sie denn schon einmal Raubkopien Ihrer Produkte gesehen? Erst neulich habe ich auf dem Flohmarkt eine entdeckt. Ein kleines Kind saß mit seiner ausgebreiteten Decke da und wusste nicht mal recht, was das ist. Ich habe sie ihm abgekauft und die Sache auf sich beruhen lassen. Natürlich gibt mir der Vorfall zu denken. Würde man sämtliche Flohmärkte abklappern, käme sicher einiges zusammen. Das war bestimmt das Mädchen vom Snappy-Stand. Was zeichnet professionelle? Haben Sie denn schon einmal Raubkopien? Was zeichnet professionelle Raubkopierer aus? Profis knacken den Kopierschutz und vervielfältigen CDs in größeren Stückzahlen. Oder lassen sie gar in einem Presswerk herstellen. Entweder finden sie einen legalen Besitzer, der sich das so herablässt, oder aber sie verfügen über eigene Kopierstraßen. Das klingt nach einem enormen technischen Aufwand. Hat ein Oliver für Sie Beta-Version getestet? Da muss ich erst in meinen Unterlagen nachsehen. Mach dies mal. Wir beschäftigen so viele Leute. Sobald ich fündig werde, melde ich euch meine Informationen zu. Ist dieser Oliver denn verdächtig? Allerdings. Das wäre klasse. Na, ob das TKKG logikmäßig jetzt schon funktioniert hat? Ja, anscheinend schon. Oh. Eine neue E-Mail. Oder Spam. Nein, der Ole! Hallo TKKG. Ich musste länger suchen, bin aber fündig geworden. Der Name Oliver tauchte nur einmal auf. Oliver Hahnkamp, Student. Testete bei Grabgemetzel 2 und 3. Beschwerden gab's nie. Anbei sein Bewerbungsfoto. Vielleicht hilft es euch weiter. Mit freundlichen Grüßen, Ole Lemmingson. Ganz klar, das ist Oliver alias Ice Snappy. Und er hat eine sehr schöne Mütze und einen sehr schönen Pullover an. Den hat er auch jeden Tag an. Und er hat ganz viele Stück davon. Dann stellen wir den doch mal zur Rede, was? Da. Hey! Kennst du Susan? Ist dir dieser Typ mit dem Bierhut auf? Hör bloß auf. Mist. Hi Oliver, ich bin's nochmal. Nanu? Woher kennst du meinen Namen? Naja, also ich interessiere mich für Blutbads Erben und ein Freund von mir meinte, Sascha hätte gesagt, er kenne jemanden, der Spiele verticke. Neue Spiele. Also dich. Und da fiel dein Name. Was denkt dieser seichte Furz eigentlich, wer er ist? Den Teufel verticke ich! Das hat man nun davon, wenn man mal den Gönner spielt. Hey, sachte. Mann, der geht ja ab wie eine Rakete. Ups. Idiot. Wieso habe ich nur Sascha erwähnt? Wir wissen doch, wie skrupellos Oliver sein muss. Soll ich hinterher? Mist, jetzt ist er weg. Erstmal ins Raumschiff. So ein Raumschiff ist echt cool. Ach nee, eigentlich möchte ich nicht nochmal fahren. Die müssen mir Einhalt gebieten. Los, auf zur Drachenhöhle. Oh, er ist fort. Wo ist der hin? Am Eingang vielleicht? Huch, hier sind ja jetzt viele. Und ein toter Clown, sehr schön.
Wo ist der hin? Na, alles in Ordnung hier? Alles bestens. Können wir dir nochmal was Neues fragen? Was geschieht am höchsten? Meinen Sie, ich könnte hier einen Rekord aufstellen? Ach, noch einer von der Sorte. Ich bin nicht auf dem Laufenden, wie der aktuelle Weltrekord im Achterbahnfahren lautet. Ich erinnere mich an einen Amerikaner, der 147 Stunden am Stück fuhr, von Pinkelpausen abgesehen. 147 Stunden? Das wären ja an die 6 Tage und Nächte. Können wir jetzt hier rein, Herr Baumann? Seien Sie nicht so. Keine Zeit. Keine Zeit, keine Schmeid. Wo ist der hin? Na? Vielleicht ist der auch schon tot. Oh, ich tippe mal auf 10 Grad minus. Dort irgendwo muss doch die Stahltür sein. Ach, er findet sofort hin, na klar. Was ist denn das für ein Geräusch? Klingt wie eine Motorsäge. Himmel! Tja. Da bin ich jetzt auch überfragt. Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Sekunde. Wie. Ach, das geht ja noch. Musste mal gucken gerade, wie lange wir schon aufnehmen. Aber da ist noch ein bisschen was drin. Ich guck nochmal in die Notizen. Das ist immer so eine Stelle, wo ich ein bisschen auf dem Schlauch stehe. Oliver war wie verwandelt, als er dachte, Sascha habe ihn erwähnt. Sowas von gemeingefährlich. Vielleicht doch nochmal zum Raumschiff. Nein. Oder weiß der Lemmingson jetzt mittlerweile was Neues? Hat Herr Ganter Ihre Tester unter die Lupe genommen? Was zeichnet Professor... Haben Sie denn schon... Kann Ihnen kein... Warum haben Sie nicht... Haben Sie denn schon einmal... Hat Herr Ganter Ihre Tester unter die Lupe genommen? Keine Ahnung. Er wollte einen Bericht vorlegen. Auf den warte ich noch immer. Vielleicht ist Ganter eine Weile untergetaucht. Darauf würde ich nicht wetten. Tja. Ich gehe jetzt mal nochmal alles ab. Oder hat der Karl vielleicht noch eine Mail, dass der Sascha von unterwegs, so von seinem iPhone, was er bestimmt auch geschenkt bekommen hat, geschrieben hat. Ey Karl, was soll das? Nee. Na gut, da waren wir jetzt gerade schon. Da ist ja Space Snappy wieder. Du bist doch Susan, nicht wahr? Ich bin wohl nicht der Rede wert. Besser, ich bleibe draußen. Ich möchte nicht in eine Versammlung platzen oder so. Tja, Wildwasserbahn. Bang, bang? Mann, dem möchte ich nie nachts allein auf der Straße begegnen. Na, der ist ja auch auf dem Weg into the room, was?
Ich glaube, die ist uninteressant geworden, oder? Wird Ihnen hier nie langweilig? Haben Sie davon gehört, dass jemand im Park herumschnüffelt? Davon weiß ich ja gar nichts. Womöglich jemand von der Konkurrenz. Oder einer vom Finanzamt. Na, oder so ein Heini von der Sensationspresse. Wer also? Es ist nur ein Gerücht. Na, die ist uninteressant. Die interessiert uns gar nicht mehr. Aber hier doch auch nicht. Wo ist denn dieser Sascha hin? Hier ist jetzt nix. Ah, warte mal. Ich weiß genau, wie der Hase läuft. Hier!